Willkommen bei PC Game Hardware. In einem von anderen Videos hatte ich euch ja schon mal den neuen Intel Z96 PC Hub vorgestellt, also die Plattform für die neuen Alder Lake Prozessoren zusammen mit dem Sockel 1700. Aber das war damals kurz nach dem Launch und da gab es tatsächlich nur die Eckdaten für den Chip selbst. Den kann man ja einzeln nicht kaufen, sondern nur auf Mainboards. Und die Frage ist natürlich, welche konkreten Mainboards empfehlen sich denn da? Und jetzt, ungefähr einen Monat später, haben wir endlich mal die ersten paar Mainboards durchgetestet. Und heute gebe ich euch mal ein paar Kaufempfehlungen. Erstmal vom oberen Ende der Preisklasse, das heißt, alle vier hier versammelten Platinen sind mit DDR5, über deren Eigenschaften ich reden möchte. Und ich sag mal, das billigste liegt bei 440 Euro. Insgesamt sind wir hier bei 2100 Euro, wenn man sie sich alle kaufen will. Das heißt, das ist schon eher was, was dann halt wirklich für die neue High-End-Gaming-CPU die angemessene Klasse ist. Günstigere Boards, dann wird auch eins von ASRock dabei sein, die für die Klasse jetzt kein Muster zur Verfügung gestellt hatten. Werden wir uns später nochmal angucken, ich schätze mal nächsten Monat. Bei der Reihenfolge der Boards orientiere ich mich mal an ihrem Abschneiden der PCGH 02 2022. Das heißt also die Ausgabe, die ihr trotz der vielen Zweien im Namen ab Anfang Januar am Kiosk bekommt, beziehungsweise halt zum Jahreswechsel auch digital online. Und Platz 1 gemacht hat da das MSI Z690 Unify. Unify-Boards habe ich in der Vergangenheit schon mehrfach empfohlen. Die Serie hat ursprünglich angefangen als wir nehmen das Ace, zweitbestes Gaming extravaganzer RGB Top Model. Und nehmen wir alles runter, was eigentlich nur der Optik dient. Das heißt also auch jetzt beim Unify ist immer noch Feature 0 LED. Ausgenommen eine Statusanzeige für Diagnosezwecke. Aber ansonsten ist das Board auch in einem Betrieb ungefähr so matt dunkelschwarz, wie es sich jetzt hier ausgeschaltet präsentiert. Mittlerweile hat es sich aber noch ein bisschen weiter vom großen Buddha Ace emanzipiert. Was vor allen Dingen den Preis betrifft, also während man für ein Ace mittlerweile über 700 Euro in der Generation hinlegt, gibt es das hier immerhin für 570 Euro. Was bekommt man für das Geld? Nun fangen wir mal am IO-Panel an. Die erste wichtigste Unterschied zum Ace ist kein Thunderbolt 4 und das ist ein Vorteil, zu dem ich später noch kommen werde, denn stattdessen haben wir hier einen USB 3.2 Typ C Port, also das schnellste, was man so kriegen kann. Wir haben eine breite Palette auch an USB 3.1 Ports, also 10 Gigabit Geschwindigkeit pro Sekunde, da sollte man hier mal einbrennen. High-End-Bereich keine Wünsche offen lassen. Von der Gesamtanzahl her passt es auch alles. Und zusätzlich Dual-LAN. Das hat das Ace natürlich alles auch im gleichen Maße. Also im Prinzip hier einmal so die volle Palette rüber. Zusätzlich zum Dual-Kabel-LAN natürlich auch WLAN, aber das ist ja schon bei günstigeren Boards üblich. Machen wir im Audio-Bereich gleich weiter. Anschlüsse 7.1 Punkt optisch. Das ist ja mittlerweile überall der Standard. Was wir aber als kleine Besonderheit auf dieser Platine und im Prinzip fast im gesamten MSI Z96 Portfolio haben, ist der neue ALC 4080 Audio Codec. Im letzten Jahr kam schon der 4082 als neues Flaggschiff raus. Das war so ein bisschen ja, halt der Nachfolger des 1220 am obersten Ende der Klasse, wurde bislang und wird auch weiterhin nur auf sehr wenigen Boards eingesetzt. Hat erst im Klangtest auch nicht so extrem viel besser abgeschnitten, dass da Druck wäre, das zu machen. Aber es gibt jetzt davon halt als kleineren Ableger auch den 4080 und den verwendet eben gerade MSI auf sehr breiter Front. Phil hat schon mal reingehört und sagt, dass er zumindest etwas besser klingt als der alte 1220. Das heißt, wir haben hier eine Aufwertung vom Audio-Codec her. Was man jetzt aber im Unify im Speziellen sagen muss, ist auch, obwohl es ein Board ist in der doch gehobenen 500-Euro-Preisklasse, wird nur der Codec verbaut. Das heißt, früher hatten wir schon so ab 400 Euro wenigstens einen Kopfhörerverstärker drauf und so ab 500 Euro dann meistens auch einen externen Digital-Analog-Wandler, wo der Codec eigentlich nur noch die digitale Signalaufbereitung übernommen wird, also die Effektberechnung und so weiter und die gesamte Audioausgabe möglichst guter Qualität, zumindest für die ersten beiden Kanäle, also Stereo, Headset und so weiter, die von hochwertigen externen Komponenten erledigt wurde. Hier übernimmt alles der Codec. Der ist zwar besser geworden als der alte, aber früher hatte man die Reihenform halt eher so in der 200-Euro-Preisklasse gehabt. Ist also ein bisschen ambivalent. Leute, die zum Beispiel ein Surround-System anschließen, also nicht nur die ersten beiden Kanäle nutzen, profitieren davon. Für andere ist es eher ein kleiner Rückschritt, aber das ist eigentlich auch nicht der Fokus dieses Boards. Denn wenn ich jetzt das Ganze mal umdrehe, dann sehen wir hier, was in nahezu vollem Umfang vom Ace übernommen wurde. Und zwar eine sehr umfangreiche Spannungswandlung mit, ja, und dann sind wir beim ersten großen Haken dieser Platine.
zwar ziemlich großen Kühlkörpern, also das alles hier ist tatsächlich nicht Plastikzierer, sondern es ist ein Kühlkörper. Wir haben auch einen Heatpipe dazwischen, zwei Bundes. Aber wenn man die schon anguckt, die sind insbesondere auf der Innenseite hier vollkommen glatt. Da sind keine Lamellen, kein nix. Auf der Außenseite sieht es ein bisschen besser aus. Hier sind zwei, drei Lamellen. Und man kann auch, wenn man hier mal so durchguckt, hinterm I.O.-Panel haben wir weitere Lamellen, die, wenn das Board senkrecht steht, was im Gehäuse typischerweise tut, zumindest ein bisschen passiv von der Konvektion profitieren. Aber nichts davon kriegt den Luftstrom eines CPU-Kühlers ab und auch nicht wirklich von Gehäuselüftern, die irgendwie von vorne aufs Board blasen. Das heißt, obwohl dieses Board relativ teuer ist, wurde es in meinem Test gut 10 Grad wärmer als die anderen Kandidaten, durch die ich vorstellen müsst. Das ist immer noch kein Problem. Wir reden hier von Temperaturen um die 60, knappe 70 Grad vielleicht, unter den neuen, deutlich verstärkten Testbedingungen im 1700er Parcours, den wir jetzt haben. Für Leute, die sich an unsere alten Mainboard Tests erinnern, muss ich halt sagen, bislang war das stromhungrigste, was wir als Test-CPU hatten, die 130, 140 Watt von Ryzen 5950X. Jetzt haben wir halt Alder Lake und Alder Lake verbraucht standardgemäß, wenn man ihn voll auslastet, 241 Watt. Das heißt, das ist mal eben Zuwachs von gut 40% obendrauf. Und um den überhaupt kühlen zu können, mussten wir auch von einem Luftkühler auf eine Kompaktwasserkühlung umstellen. Es gibt zwar Luftkühler, die Alder Lake bewältigen können, aber da wir bei unserem Parcours natürlich darauf angewiesen sind, bei Bedarf auch mal ein ITX-Board zu testen, können wir die größten Kühler nicht draufpacken. Und wir wollten jetzt auch keinen 3-Zone-Kühler nehmen, weil A, müssen wir daneben arbeiten und B, wollen wir die Boards ja eben auch unter Bedingungen testen, wie sie die meisten Nutzer später haben werden. Und das ist eher ein schwacher Luftstrom, weil viele PCGA-Leser mögen es halt nicht. Also kurz gesagt, wir haben jetzt eine Kompaktwasserkühlung, wo der Testaufbau der Radiator von vorne warme Luft, aber mit deutlich geringerer Geschwindigkeit in Richtung Board bläst. Und davon profitieren diese Kühler fast gar nicht und werden dann natürlich entsprechend bei mehr Last, weniger Kühlwirkung und dann halt nicht optimal, wird das Ganze deutlich wärmer als im bisherigen Mainboard-Test. Und MSI ist leider ja das Board, was dabei ein bisschen mehr, ein bisschen wärmer wurde. Unbedenklich, aber für diese Preisklasse nicht optimal. Warum ist es trotzdem auf Platz 1? Nun, die Ausstattung, USB habe ich ja schon geklärt. Intern sieht es auch ziemlich gut aus. Man sieht ja schon die ganzen Kühler drauf. Jede Menge M2 ist so ein bisschen das Markenzeichen der ersten LGA 1700 Generation. Wir haben 4 M2 Slots mit 4.0 Lanes, also das schnellste, was es bislang gab so oder auch gibt. Einen direkt von der CPU, 3 vom PCH und dann haben wir nochmal zusätzlich einen 5. Slot, der sich mit dem unten einen Kühler teilt, der mit 3.0 vom PCH versorgt. Alle sharingfrei, also alle können die 4 Datenleitungen mit voller Geschwindigkeit ansprechen. Das ist so das erste große Ausstattungshighlight. Im Prinzip sind wir damit jetzt bei M2 wieder bei dem Bereich, den wir früher mit SATA hatten, wo man wirklich sagen kann, hey, ich habe noch ein Laufwerk mehr, schließe ich halt an. Es ist immer noch ein Anschluss für frei. Zusätzlich hat das Unify noch ein weiteres Viererpack an Lanes in diesen X4-Slot investiert. Das heißt, wenn man mal später eine Controllerkarte nachrüsten will, kann man auch das machen mit PCI Express 3.0 X4 in dem Fall. Muss ich ganz ehrlich sagen, Android hat vielen 4.0 Reserven befürworte ich, das werden wir auch bei anderen Boards merken, eigentlich, wenn man solche Lanes auch in die Slots packt, weil im Moment sind wir schon so, dass halt Thunderbolt 4 Controller oder so weiter oder ein 10 Gigabit LAN, die erscheinen alle schon als 3.0 X4. Ich würde damit rechnen, wenn man in 3, 4, 5 Jahren nochmal ein neuer Schnittstellenstandard rauskommt, dass dann schon die ersten 4.0 Controller anstehen. Und ja, das wäre also noch ein bisschen zukunftssicherer und bei der Masse an Lanes könnte man es sich erlauben. In dem Fall halt, wie gesagt, die Aufteilung 3.0 bei den beiden und dann haben wir 4x M2 mit Full Speed. Dazwischen sieht man natürlich, das ist bei den Mainboards eher trivial, die Grafikkartenanbindung. 16 Lanes nach PCI Express 5.0, der Alder Lake Standard für die primäre Grafikkarte. Bei Unify gehört zu den Boards, die es auch in 2 X8 Slots mit je 5.0 aufspalten können. Bin ich persönlich kein großer Fan von, denn wofür braucht man 2 Lanes heutzutage noch als Gamer? Crossfire ist tot, SLI ist fast genauso tot und 5.0 Karten sind eh nicht da. Das heißt also im Prinzip, wenn man im 4.0 Betrieb ist, wo man ja pro Lane die halbe Bandbreite hat, aber schon im Bereich ist, wo das mittlerweile schon leichte Vorteile bringt, würde man eher sagen, ich konzentriere mich voll auf die ersten Slot und der zweite kann halt nur benutzt werden, wenn man der Grafikkarte was klaut, was die wenigstens machen wollen. Aber gut, ist halt klassentypisch, das so zu machen. Und damit zum nächsten Board in der Klasse. Das wäre
Asus Maximus Z96 Hero. Ja, Asus hat sich von dem Durchzählen der Maximus-Reihe verabschiedet. Das letzte war das Maximus 13. Und statt dem 14 kriegen wir jetzt nur noch schnöde Z96 bei allen anderen Herstellern auch. Was sich ebenfalls ein bisschen geändert hat, ist das Konzept des Heroes. Vor einiger Zeit waren Heroes mal so die Einsteigerbereich der Oberklasse. Das hier ist jetzt ein 640-Euro-Board mit fast allem drauf, was man sich wünschen kann. Ich gehe mal die Reihenfolge rückwärts nach dem, was wir eben bei MSI hatten. Das heißt, wir fangen mal mit den Erweiterungsslots an. Für die Grafikkarte genau das gleiche. X16 oder X8 mit PCI Express 5.0. Die einzige Besonderheit hier ist diese geniale Fernentriegelungstaste. Wer schon immer mal gefragt hat, wie kriege ich die Grafikkarte wieder da raus? Ich komme nicht ran, der Kühler ist im Weg. Wir können mit diesem Knopfdruck hier, könnt ihr die Fernentriegeln. Ein super Hightech-Seilzug drin. Alle anderen Hersteller machen einfach den M2-Kühler darüber so flach, dass man mit dem Finger noch an die Slot rankommen kann. Das hatte Asus in der letzten Generation grandios vermasselt. Jetzt haben sie diese Lösung gefunden. Ich sag mal, in Deutschland würde man sowas als Overengineering bezeichnen. Weiter im Programm mit den Slots. Auch der nächste ist etwas merkwürdig, denn wir haben am unteren Ende des Boards PCH versorgt, nicht wie sonst üblich, einen X4-Slot, sondern einen X4 plus 4. Was soll das sein? Ja, ich war auch ein bisschen verwundert. Die Sache ist die, der Z96 hat zwar sehr viele Lanes, aber er kann nicht mehr als vier davon zu einem Link bündeln. Asus war aber irgendwie der Meinung, wir haben keinen Platz mehr für weitere Steckplätze und wir haben noch 8 Lanes übrig. Also haben sie die in einen gepackt und legen eine Adapterkarte auf 2 M2-Slots bei. Mit der kann man also alle 8 Lanes nutzen. Wenn dann 4.0 in dem Fall auch. Ohne die, wenn man eine normale Erweiterungskarte reinpackt, die quasi versucht es am Stück zu nutzen, sind nur die ersten vier aktiv. Finde ich wieder eine sehr merkwürdige Entscheidung, denn den Platz hätte man sich auf dem Board echt noch schaffen können. Notfalls, indem man den X8 runterschmeißt, den eh keiner nutzen will, weil er zulasten der Grafikkarte geht. Aber dieser kuriose Entschluss ist auf alle Fälle ein Alleinstellungsmerkmal der Oberklasse Asus Boards in der Z96-Generation. Deswegen an der Stelle mal erklärt. Eine Besonderheit des Hero im Vergleich zu anderen Boards, nicht nur von Asus, sondern gerade von anderen Herstellern, ist dann im Gegenzug allerdings die M2-Ausstattung. Denn auch hier haben wir zwar einen 4.0-Slot von der CPU und dann haben wir zwei 3.0-Slots vom PCH. Und das war's. Wir haben ja schließlich den ganzen 4.0er-Lens in diesen komischen Erweiterungsslot investiert, den man zwar adaptieren kann auf M2, dass man insgesamt 5 Slots hat. Die Karte liegt dem Hero auch bei. Nur dann hat man halt gar keine Möglichkeit mehr, noch eine andere Erweiterungskarte neben der Grafikkarte reinzubauen. Und ja, die restlichen Lanes verbaut Asus allesamt onboard. Wofür, möchte man fragen? Nun, da habe ich ja schon angekündigt, Thunderbolt das Thema. Wenn wir nämlich ans IO-Panel gehen, dann fällt dir zum ersten Mal auf, wir haben gleich 3 Typ-C-Ports. So viele Typ-C-Endgeräte hat wahrscheinlich noch lange niemand zu Hause. Insbesondere nicht dauerhaft betrieben, wo man sie hinten anschließen würde. Ein internen Header für USB 3.2 Typ C Frontpanel hat natürlich jedes Board, was ich heute vorstelle. Auf der Rückseite, wie gesagt, Asus aber mit dem absoluten Overkill. Schon die Gesamtzahl der USB-Ports ist mit 11 Stück ziemlich hoch. Und wie gesagt, 3 davon noch Typ C und davon wiederum 2 eben Thunderbolt. So, jetzt muss ich mal ein bisschen zurückholen in die letzte Generation Z95. Da habe ich genau das gleiche schon mal erzählt. Wer will, kann die nächste Minute überspringen, wer sich noch erinnert. Das Problem bei Thunderbolt 4, so wie Intel die Controller aktuell verkauft ist, der Standard selbst kann sensationell schnelle 40 Gigabit pro Sekunde. Das ist so schnell wie USB 4, wenn es dann irgendwann mal erscheint. Das Problem ist, das Ganze läuft bei Thunderbolt schon seit Ewigkeiten, ich glaube seit Thunderbolt 2, über 2 kombinierte Kanäle. Das ist über Typ C technisch problemlos möglich. Wird auch bei USB seit 3.2 so eingesetzt. Aber die Thunderbolt-Controller sind nur auf dem ersten Kanal USB kompatibel. Also sie können ein USB-Signal aus dem ersten Kanal machen, denn dann kann man hier ein USB-Gerät mit einem Kanal betreiben. Da würde man sagen, okay, hey, 20 Gigabit pro Sekunde, das ist ja USB 3.2. Nein, denn USB 3.2 ist eben der erste USB-Standard, der auch Kanalbündelung mit 2 betreibt, und zwar 2x10. Und wenn man den kleinsten Nenner macht aus einem Endgerät, das 2x10 erwartet, und einem Host, der 2x20 liefern kann, dann kommt dabei einmal raus mit 10. Und das heißt, diese Typ-C-Ports sind, wenn ihr keine teure Thunderbolt-Peripherie habt, nur überkandidelte USB 3.1 Anschlüsse und ein 3.2 gibt es auf der gesamten Rückseite trotz des Preises von 640 Euro nicht. Das fand ich so ein bisschen schade bei Asus. Es macht das Board zwar nicht schlecht und die meisten Leute brauchen sowieso nicht zwingend USB 3.2 Schnittstellen, nur die meisten brauchen halt auch keine Boards für über 600 Euro. In der Klasse will man eigentlich von allem das Maximum haben und das gilt in dem Fall halt
Naja gut, es gilt dann, wenn man auch bei der Peripherie das Maximum gekauft hat, nämlich Thunderbolt-Geräte. Ja, das ist so ein bisschen die Schwachstelle des Boards. Gemischt, aber nicht schlecht, ist Spannungswandler und Kühlung. Wie schon gesagt, das MSI gerade war um die 10 Grad wärmer als die besten Boards des Tests. Das Asus ist 9 Grad kühler als das MSI. Das heißt also, es ist fast das Beste, das ich gemessen habe. Man sieht auch schon, wir haben hier sehr viel mehr Kühlstruktur, einfach auf der Seite, wo auch ein Luftstrom drauf fällt. Und zudem war es unter Last auch noch 30 Watt sparsamer unterwegs als das MSI. Gesamtsystemverbrauch, das heißt, bei der CPU ist es natürlich weniger, weil die sollte eigentlich laut Prime 95 genau gleich ausgerechnet nach internen Sensoren, aber die WAN darunter arbeiten einfach ein bisschen effizienter. Asus verbrät weniger Energie drumherum und das erleichtert die Kühlung natürlich auch. Was Asus weniger gut gelungen ist, ist der Platzverbrauch dieser Spannungswandlerkühler. Und ich demonstriere das jetzt mal mit einer CPU im Sockel und einem Kühlkörper. Und zwar, wenn ich jetzt nämlich einfach mal hier einen Kühlkörper draufstelle, ich nehme einen Noctua NHD15S, also die asymmetrische Variante, und stelle ihn ungefähr mittig drauf, Halterung montieren ist ein bisschen aufwendig, dann sieht man schon, das ist verdammt knapp. Also wir haben auf der linken Seite haben wir vielleicht nur 3 mm Luft zwischen den Heatpipes und den Kühlern und auf der rechten Seite in der Diagonalen an Stellen auch unter 4 mm. Heißt in dem Fall also, ja, es passt. Aber das ist wirklich knapp und wenn ein Kühler nur noch ein bisschen größer ist, kann es tatsächlich Inkompatibilitäten geben. Asus hat glücklicherweise die Kühlkörper des Boards selbst zur Innenseite hin abgeschrägt. Das heißt, das Ganze weicht den Heatpipes, die ja normalerweise auch schräg von der Bodenplatte nach außen verlaufen, so ein bisschen aus und kommt sich nicht zwingend in die Nähe, aber es ist wirklich haarscharf geplant. Da muss ich halt auch ganz ehrlich sagen, bei so einem Board will man halt auch mal die Möglichkeit haben, das Größte des Größten drauf zu packen. Und ja, wenn der nächste Kühlersteller nicht so ein bisschen aufpasst, hat man hier auch wieder einen Nachteil. Da hätte Asus ruhig ein bisschen weiter nach außen gehen oder ein bisschen flacher, einfach um Sicherheitsabstand zu lassen. Aber ansonsten, ja, insgesamt muss ich halt sagen, für die meisten Nutzer ein gelungenes Board von den Features her, die es bietet, weil noch mehr M2 braucht jeder nicht zwingend, notfalls kann man es nachrüsten. Und dass kein USB 3.2 hinten vorhanden ist, solange man es vorne hat, ist auch verschmerzbar. Aber, wie gesagt, zu dem Preis will man vielleicht ein bisschen mehr als ausreichend und verschmerzbar haben und da fehlen so ein bisschen die Features. Ich kann auch den Onboard-Sound nennen. Der ist halt der besagte ALC 4082, den wir auch schon in der Vorgängergeneration hatten, mit externem DAC, also das ist in dem Vergleich definitiv das Beste. Noch da muss man halt sagen, selbst für den Aufpreis gegenüber MSI, wenn ich den nur rechne, kriege ich auch schon fast eine Soundkarte oder einen externen externe USB-Lösung einfach. Also auch da muss man sagen, Qualität hat ihren Preis, ja. Aber irgendwann hört es dann halt auch auf, wo man genug das nötig über die Qualität rechtfertigen kann, weil wenn der Kunde nicht jedes einzelne Feature des Boards nutzt, und das ist halt gerade bei Thunderbolt und diesem 4+4-Slot schwierig, dann zahlt er halt für den Teil der Qualität mit, die er gar nicht braucht. Und ja, das gibt ein mieses Preis-Leistungs-Verhältnis einfach. Ein deutlich besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bietet dagegen unser drittplatziertes Board. Und das mal ein Hersteller, den ihr nicht so oft seht, Biostar nämlich, vor allen Dingen im High-End-Bereich, da werden jetzt bei vielen Leuten komplett die Fragezeichen mit den Köpfen erscheinen. Aber tatsächlich ist die Marke in Asien seit einigen Jahren auch wirklich mit High-End-Ambitionen unterwegs. Und mit dem Valkyrie haben sie ein 440-Euro-Board im Angebot. Das klingt erstmal schweineteuer, wenn man so die Preise von vor 2, 3, 4 Jahren gewohnt ist. Nicht nur bei Biostar, sondern einfach im Marktschnitt. Aber im Vergleich zu den Boards, die wir eben gerade hatten, sind das schon mal so 150 bis 200 Euro weniger. Und ja, was kriegt man dafür? Widmen wir uns einfach mal zum Anfang wirklich der großen Problemzone. Das ist nämlich genau die gleiche, die wir eben auch schon hatten. Ich baue mal wieder den Prozessor ein und versuche mal wieder den NHD15S draufzustellen. Der ist in dem Fall ein bisschen ein Härtefall, denn S ist die asymmetrische Variante des normalen NHD15. Das heißt, der Kühler versucht, Abstand zur Grafikkarte zu wahren und kommt dabei dem oberen Mainboardrand etwas näher, weil die Lamellen versetzt sind. Eigentlich eine gute Idee. Aber wenn am oberen Mainboardrand keine freie Luft ist, sondern dieses wunderbar hochaufragende Hochhaus hier mit dieser senkrechten Kante auf der Innenseite sehr dicht am Sockel, dann geht das Ganze wie folgt aus. Ich versuche wieder die Mitte zu treffen und ja, man sieht schon von oben daran, dass der so wackeln kann. Wenn man jetzt von der flach rangeht, ich versuche mal das Board ein bisschen in die Kamera zu kippen, dann sieht man auch den Grund dafür. Der Kühler liegt hier mit der Heatpipe auf dem Kühlkörper auf
Und selbst wenn ich jetzt ihn genau in die Mitte platzieren würde, also da fehlen einfach wirklich 5 mm, die jetzt zur Seite verschieben werden müsste, damit er flach auf, der CPU aufliegen könnte. Das heißt also, mit diesem Kühler lässt sich auf diesem Board gar nichts kühlen. Mit kleineren Kühlern oder auch zum Teil auch schon welchen, die symmetrisch bauen oder ein bisschen schlanker, die besser haben, geht das schon. Also es ist jetzt nicht so, dass man da per se keinen Luftkühler drauf verwenden könnte. Aber auch hier gilt halt wieder, wer meiner Meinung nach ein Board für über 300 Euro auf den Markt bringt und dabei nicht guckt, dass es mit den absoluten Top-Kühlern, und zwar allen absoluten Top-Kühlern am Markt kompatibel ist, der verscheucht halt einen Teil seiner ohnehin schon nicht gerade großen Zielgruppe. So, muss man sagen, die zweite Maßnahme, mit der BIOS da seine Zielgruppe ebenfalls verkleinert, sieht man hier schon so ein bisschen. Diese wunderbaren 30 mm Lüfter und hier unter dem I/O-Panel sind noch einmal zwei weitere an jedem Kühlkörper. Wenn ich das jetzt loben wollte, würde ich sagen, ja, da hat einer mal konsequent mitgedacht, das ganze Board ist auf Kompaktwasserkühlung ausgerichtet oder auch auf modulare Wasserkühlung. Wenn man nämlich hier nur einen Kühler, also einen Wasserkühler montiert, der nicht seitlich übersteht, dann sind einem die großen Kühlkörper egal. Und umgekehrt hat dieses Board garantiert keine Probleme damit, wenn kein Luftzug in der Nähe des CPU-Sockels ist, denn es kann ihn sich selbst erzeugen. Interessanterweise übrigens sogar auf den Sockel hin, was vom Caseflow in einem Gehäuse her, der normalerweise von hier nach hier kommt, genau die Gegenrichtung ist. Also das wäre die lobende Schreibweise, das alles so schön zu reden. Wenn ich jetzt ein bisschen kritischer bin, und ich bin gern kritisch, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man das einmal gehört hat, weiß man, es ist eine Kackidee. Denn diese Lüfter sind zwar sehr klein und deswegen deutlich leiser als die Drehzahlen, die ich jetzt gleich nennen werde, vermuten lasse. Aber schon bei geringer Last, wenn die CPU-Temperatur 40 Grad steigt, gehen sie im normalen Profil auf 4000 Umdrehungen. Wie gesagt, das ist ziemlich leise, das wird von fast jedem anderen Lüfter, also selbst von leisen Größe, wird das leicht übertönt. Aber es ist von der Frequenz her nicht sehr angenehm, denn die ist natürlich von der Größe unabhängig. Und wenn man so richtig Last auf die CPU kriegt und die mal über 90 Grad geht, was Alder Lake verdammt schnell macht, nur so als Randbemerkung, dann können die 11.000 Umdrehungen erreichen. Und das ist dann auch nicht mehr, das ist immer noch nicht wirklich laut, aber es ist auch nicht mehr wirklich leise und hat weiter eine sehr nerventötende Frequenz, weswegen ich sagen muss, diese aktive Kühlung ist was, worauf wahrscheinlich nahezu jeder PCGH-Leser liebend gern verzichten würde. Die gute Meldung ist, das kann man auch. Die Lüfterkurve ist im UEFI frei konfigurierbar. Leider nicht, kann man nicht angeben, wonach sie greifen muss. Das heißt, es ist immer nach dieser sehr rasch ansteigenden CPU-Temperatur, obwohl man ja eigentlich nicht die CPU des Spannungsbandes kühlt. Aber man kann halt einfach ein Profil einstellen, wo sie immer aus ist oder wirklich nur im Notfall angeht. Und dann ist dieses Board immer noch kühler, also im Vollpassiv- bzw. im Semi-Aktiv-Betrieb mit Luft nur von der vorne, das Board selbst passiv betrieben, ist es immer noch kühler als das MSI, was ich eingangs vorgestellt habe. Das heißt ja, diese Hochhäuser haben durchaus auch eine Funktion und sind nicht nur eine Lüfterhalterung. Aber insgesamt das Kühlkonzept, ja, wie ich schon sagte, die sind in Asien relativ erfolgreich und da gilt, nach dem, was ich gehört habe, immer noch das Motto, ein lauter PC ist ein gut gekühlter PC. Und das kann das Board. Glücklicherweise kann es eben auch als leisen PC angemessen kühlen, aber ja, beides zusammen in einer Platine unterzubringen, sorgt natürlich für ein paar Kompromisse. Weitere Kompromisse auf dem Board finden wir sonst eigentlich relativ wenig faule. Muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich positiv überrascht gewesen. Zum Beispiel bei der Ausstattung. Ich bin beim anderen Board eben nicht so aufgegangen. Die meisten Z690 haben nur 6 SATA-Ports. Das hier bringt 8 unter, davon aber 4 über einen Zusatzcontroller, was ziemlich ressourcenschonend ist, weil der braucht selbst nur eine Lane, während die nativen Ports je eine Lane brauchen. Das heißt, also insgesamt hat hier MSI mit 5 Lanes das erreicht, was später beim nächsten Board, was ich zeige, mit 6 Boards, mit 6 Lanes nicht ganz erreicht wird. Den zweiten Fehler macht MSI aber, sie nutzen diese freigeschaufelten Kapazitäten, ehrlich gesagt, nicht onboard. Wir haben im Gegensatz zu Asus haben wir hier 1, 2, 3, 4 M2-Slots onboard. Das ist eins weniger als bei MSI, eins mehr als bei Asus. Und zusätzlich einen 4.0 X4-Slot. Von der Erweiterbarkeit her also eigentlich ziemlich gut. Aber ja, die zusätzliche Ressourcenfreischaltung hätte eigentlich noch für einen fünften gereicht. Nach meiner Zählung hat das Board noch 5 3.0 Lanes übrig. Da hätte man noch einen X1-Slot montieren können und eine zusätzliche M2 anstelle des auch hier vorhandenen X8-Split-Option zum Beispiel. Jetzt wäre es auch platzneutral gewesen, aber hat man nicht gemacht. Boah. Stattdessen hat BIOS da mal vorgemacht, was man so alles auf ein I/O-Panel quetschen kann. Muss sagen, ist es nicht wirklich nützlich, weil 8x USB, darunter auch USB 3.2 und genug 3.1, also das ist schon sauber gemacht, haben wir zusätzlich nochmal 4 Display-Ausgänge auf einem Board,
dass sich an High-End-Desktop-Käufer mit, ich sag mal, Gaming-Optik-Geschmack richtet, die die IGP ja normalerweise gar nicht benutzen. Ja. Will ich an der Stelle nicht loben, aber ich will nur mal zeigen, es kommt ja oft vor, dass auf einem Board viele Anschlüsse extern fehlen. Man sagt so, ja, da war kein Platz mehr oder so. Und dann guckt, eigentlich ist da fast immer noch Platz. Hier ist halt wirklich mal gezeigt, was wirklich physisch Platz hat, wenn der Hersteller es drauf anlegt. In der nächsten Generation wünsche ich mir, dass man vielleicht mal zwei von den Displayanschlüssen gegen vier weitere USB oder so eintauscht. Das wäre nützlicher, aber ganz gut vorgemacht hier, sonst von BIOS da was geht. Und man muss sagen, was bleibt mit erst mit 8 Anschlüssen und hohen Geschwindigkeiten ja nicht verkehrt. Es ist nur kein Mehrwert. Aber als bislang günstiges Board in meiner Liste muss es ja auch nicht zwingend einen Mehrwert bieten. Es muss nur nicht schlechter sein. Und das kriegt es mit Ausnahme von dieser eingeschränkten Kühlerkompatibilität eigentlich ganz gut hin. So, und damit zu dem letzten Board, das ich heute zeigen will, was aber nicht unbedingt das allerletzte ist, sondern im Gegenteil von der Hardware her eigentlich sogar ziemlich gelungen. Gigabyte Z690 Master, das zweitbeste aus der Oros-Serie. Darüber gibt es nur das absolut überteuerte Extreme. Das hier dagegen gibt es schon für 440 Euro, was ein ziemlich starkes Preisgefälle, ich finde, und bedeutet, dass Gigabyte als einer der ganz wenigen Hersteller es geschafft hat, Z690-Board zu dem Preis ihrer Z590-Vorgänger grob zumindest anzubieten. Das heißt aber nicht, dass das Board schlechter geworden ist. Widmen wir uns erstmal der unteren Mainboard-Hälfte. Man sieht es wegen dieser riesigen Abdeckung hier nicht so schön, aber auch hier haben wir 5 M2-Slots, einen von der CPU mit 4.04 Lanes, drei vom PCH mit 4.0 Lanes und dann nochmal einen 3.0er. Wie gesagt, im Gegensatz zu MSI leider alles unter einem Kühlkörper. Das heißt, wenn ihr hier eine Grafikkarte einbaut und dann irgendeinen der unteren Slots dran wollt, müsst ihr die Grafikkarte erstmal wieder ausbauen. Das freut insbesondere Besitzer einer Wasserkühlung mit Hardtubes, die dafür den gesamten Kreislauf auseinanderlegen müssen und sich fragen werden, what the fuck haben sie sich bei Gigabyte dabei denn gedacht? Aber ja, ich sag mal, die meisten Leute basteln jetzt doch nicht so oft an ihren Laufwerken rum, von daher bewerte ich das Board mal als Eigenschaften im Einsatz, nicht Eigenschaften während des Aufbaus. Und da ist die M2-Ausstattung durchaus gut. Und das Schöne bei Gigabyte ist, es gibt auch noch eine Erweiterungsslot-Ausstattung obendrauf. Wir haben hier nämlich noch 2 X4-Slots, auch nach 3.0-Standard. Einer davon shared mit einem der M2, aber es ist damit das einzige Board in diesem Vergleich überhaupt, wo ihr die Möglichkeit habt, 2 Erweiterungskarten einzubauen, ohne die Grafikkarte zu beeinträchtigen. Bei allen anderen war es so, wenn ihr den zweiten Slot, der mal hier in der Mitte eingebaut war, war immer ein 5.0 X8, der sich beim ersten Slot bedient. Und das heißt zum Beispiel, wer eine Capture-Card einbauen will und noch eine Controller-Karte, weiß ich was, Thunderbolt, 10 Gigabit LAN oder auch einfach nur einen zusätzlichen Controller nachrüsten will oder schon eine Soundkarte, muss ja nicht mehr X4 ausreizen, der hatte ein Problem. Denn es ging nicht, ohne die Beeinträchtigung zu machen. Bei Gigabyte geht das. Was im Gegenzug nicht sieht, das kann man sich jetzt schon denken, weil der Slot eben nicht da ist. Man kann nicht 2 Grafikkarten einbauen. Das heißt, hier sind alle 5.0 Lanes fix zum ersten Slot geroutet. Aber halt, das ist halt auch genau der Use Case, den 99,99% der PCGH-Leser auch ausschließlich haben. Weswegen ich da jetzt, ehrlich gesagt, in dieser Generation so gut wie gar keine Negativpunkte mehr darauf vergebe. Weil ja, SLI ist tot, Crossfire ist Töter. Bonuspunkte kann man dagegen für ein gut bestücktes I/O-Panel bekommen. Und ja, soundmäßig hat Gigabyte gegenüber der Vorgängerration gar nichts geändert. ALC 1220 mit externen DAC, digitalen Lookwandler, bedeutet im Prinzip eine Qualität, die sich durchaus mit der 4080-Only-Lösung von MSI locker anlegen kann, wenn sie nicht sogar darüber geht, zumindest halt auf den ersten beiden Kanälen. Und USB-technisch macht Gigabyte im Prinzip auch nichts falsch, sondern sehr viel richtig. Die 2 Typ-C-Anschlüsse, die wir hier haben, täuschen ein bisschen. Nein, es hat nicht 2 3.2-Anschlüsse extern. Nur einer davon schafft 20 Gigabit, der andere ist nur ein 10-Gigabit-Anschluss, also 3.1-Standards. Aber von denen haben wir insgesamt auch relativ viele. Und wir haben noch eine glatte 3.0er dazu für alles, was die Geschwindigkeit eh nicht braucht, aber halt an einem USB-Port dranhängt. Das ist mal also gut versorgt. Was dagegen ein bisschen ein ziemliches Einschränkungsmerkmal mit diesem Test ist, wir haben 10 Gigabit LAN schon on board. Das heißt, wer schnelles Netzwerk hat, der muss in diesem Fall halt gar keine extra Controller-Karte nachrücken, sondern hat sich schon mit drauf. Alle anderen Boards waren hier nur mit 2,5G LAN ausgestattet. Das entwickelt sich zugegebenermaßen auch zum Standard. Während 10G LAN ist es immer noch ein Problem, überhaupt Router zu finden, also Switches, die diese Geschwindigkeit mitmachen. Aber wie ich schon mal eingangs erwähnt habe, wenn man so viel Geld für ein Mainboard ausgibt, dann will man nicht den Durchschnitt haben, dann will man ein bisschen mehr als den Durchschnitt. Und den liefert Gigabyte hier definitiv. Das eigentliche Highlight findet sich auf der anderen Seite.
wie schon bei so vielen Gigabyte-Boards in der Klasse zuvor. Die Kühlung der Spannungswandler, beziehungsweise in dem Fall auch durchaus ihre Bestückung, die sind auch ziemlich leistungsfähig. Aber für den Enduser interessant ist vor allen Dingen, welche Temperaturen erreichen sie unter Last. Denn ob man das macht, indem man die besten und geilsten Komponenten verbaut und die schlecht kühlt, oder indem man was Mittelmäßiges nimmt, einfach so kühlt, dass es bei Temperatur bleibt, auch wenn man mal 300 Watt oder so drauf gibt. Das macht eigentlich für den Endnutzer keinen Unterschied, macht auch bei der Lebensdauer keinen Unterschied. Die technischen Details werden erst dann interessant, wenn man mit Flüssigstickstoff ankommt und nochmal ein Kilowatt durchjagen will oder so. Dann hat die Qualität einen größeren Einfluss und die Kühlung ist halt sowieso gegeben, egal was man drauf gepappt hätte. Aber wir bewegen uns hier im normalen Endnutzerbereich, wo man mal, ja, 240 ist Standard Energieaufnahme von Alderlake, vielleicht übertakt man auf 300, vielleicht kommen einige Leute auch mal auf 400 Watt, aber ganz ehrlich, den müsst ihr damit auch überhaupt erstmal gekühlt kriegen. Da habt ihr lange, bevor ihr irgendwelche Probleme mit den Spannungswandlern bekommt, habt ihr Probleme, die CPU zu kühlen, wenn ihr übertaktet. Denn in dem Fall habe ich jetzt meinen Test gemessen, ist das Board nicht über 60 Grad gekommen. Scheißegal, was ich an Prime draufgeschmissen habe bei 241 Watt. Scheißegal, wie schlecht und vorgewärmt der Luftzug in der Nähe des Testbenchs war. Das Ding bleibt unter 60 Grad, weil es einfach enorm viele feine Kühlrippen hat. Das kann es sogar erlauben, dass ein Teil davon hier oben wunderschön unter Plexiglas versteckt ist, wahrscheinlich um sich zu viel kalter Luft zu schützen oder so. Aber ja, auch so eine ineffiziente Konstruktion, wenn man so viel Oberfläche zu bieten hat, scheiß drauf. Das Ding hat Reserven ohne Ende. Und wenn man sich das Ganze im Profil anguckt, die Kühlkörper sind auch noch relativ flach. Das heißt, man hat hier nicht das Problem, dass da irgendwas mit CPU-Kühlern kollidiert. Wenn, dann vielleicht noch eher mit dem M2-Kühler hier drüben, weil der ist wirklich riesig. Aber den kann man notfalls auch einfach abschrauben und weglassen oder den von der M2 mitgelieferten an gleicher Stelle verwenden. Denn im Gegensatz zu dem hier unten, was eine große Platte ist, ist das hier wirklich nur ein Kühler, nur für den obersten Slot. So, und warum ist dieses ganze Board, das ich jetzt so wunderbar gelobt habe, wahrscheinlich fast 10 Minuten lang am Stück, nicht auf Platz 1 meiner Liste? Nun, das ist ein Thema, was ich bislang gar nicht gehabt habe, das ist nämlich die Rechenperformance. Gemeinhin ist Ausstattung bei Mainboards eigentlich meiner Meinung nach mit das Wichtigste. Aber es ist nicht der einzige Aspekt und ich habe vor Aufbau des neuen LGA1700-Parcours habe ich eine Umfrage gemacht, ob wir vielleicht mal Rechenleistung und so weiter ein bisschen weniger gewichten sollen, damit die Ausstattung halt bei der Endnote im Gegenzug größeren Einfluss hat. Denn weiter als von 1 bis 6 kann ich hier nicht skalieren. Und vehemente Antwort dagegen war, ich glaube, es waren über 80% haben gesagt, nein. Einige wollten es sogar noch härter haben. Und ja. Also habe ich die Härtegrad ungefähr gleich gelassen, was die Leistungswertung angeht. Und da muss man sagen, muss Gigabyte hat man wieder das gemacht, was Gigabyte in sehr vielen Generationen vorher auch schon gemacht hat. 3% weniger Frames in dem Fall jetzt nicht mehr Witcher, sondern Cyberpunk. 100 Punkte weniger im 3D Mark Storage Test. 7-Zip war es auch, ich glaube 3-4% unterm Schnitt. Das sind jetzt alles so Sachen, wo man sagt, spürt man das im Alltag? Nicht zwingend. Zumindest, wenn man keinen direkten Vergleich hat, nicht. Wenn man es nachmisst, könnte man es wahrscheinlich auch gegenüber Tests von anderen halbwegs abschätzen. Also es ist schon deutlich mehr als die Schwankung, die man hat. Aber in der Summe muss man halt sagen, wenn es durch die Bank überall ein paar Prozent langsamer ist, ja, ein 12.900K ist auch nur 3% schneller als ein 12.700K. Und dafür legen die Leute 200 Euro extra auf den Tisch. Und ja, nur um damit beim Board wieder Leistungsvorsprung verloren geht, das ist halt schon was sich in der Endnote bemerkbar hat und bedeutet, dass Gigabyte in diesem Test mit einem ganz knappen Rückstand hinter Biostar den letzten Platz macht, obwohl es das am besten gekühlte Board ist und obwohl es mit die beste Ausstattung bringt. Muss jetzt also dann, sag mal, als Käufer muss man dann selbst wissen, wo man den Schwerpunkt setzt oder ob man vielleicht noch auf UEFI-Updates hofft. Ich muss halt leider ganz ehrlich sagen, da Gigabyte schon sehr vielen Generationen immer so 1-2% hinterherhinkte, würde ich nicht darauf wetten, dass sie das komplett gut machen werden. Das ist dann also wirklich eine bewusste Entscheidung. Was man an einem Board haben möchte. Ich kann immer nur so versuchen, ein Ranking für den Durchschnittsanwender zu machen. Und für seine eigenen Interessen, seine eigenen Schwerpunkte muss man halt gucken, in welche Richtung man davon abweicht. Denn natürlich ist niemand exakt der Durchschnitt. So, also das ist so viel zur Gesamtübersicht High-End. Wie gesagt, Gigabyte mit Leistungsschwächen, aber trotz allem den besten Preis-Leistungs-Verhältnis, weil sehr gute Ausstattung, sehr gutes Layout. Biostar davor minimal mit einem doch ziemlich ein Achtungserfolg für diese bislang ungeachtete Marke. Dann Asus, an und für sich gut, aber halt auch, ja, wenn man 200 Euro mehr ausgibt als Teile der Konkurrenz, dann sollte man auch sehr gut sein. Und ne, der Abstand rechtfertigt das nicht so ganz. Und auf der Spitze MSI, nicht ganz so teuer, ein bisschen besser als die anderen, außer bei der Kühlung, was eigentlich peinlich ist, weil das so das eine Luxusfeature ist, wo man am ehesten jeder was von hat. Aber ja,
nicht besser sein, heißt das noch lange nicht, dass man schlecht ist. Individuelle Schwerpunkte kann sich jetzt jeder, der ein DDR5 Oberklasse bis High-End Board haben will, orientieren, weil es ihm davon am meisten zusagt. Nächsten Monat, wie schon angekündigt, werden wir uns dann mal den günstigen Boards und dann auch ganz gezielt solchen mit DDR4 zuwenden. Mit etwas Glück habe ich sogar schon das erste B660 oder H670. So sollen die jedenfalls heißen, sagt die Gerüchteküche. Also sprich den kleineren PCHs da. Die sind zwar nicht für OC geeignet, aber wie ich gerade schon mehrfach angedeutet habe, mit 240 Watt Standardstromverbrauch unter Volllast ist Alder Lake sowieso ein Prozessor, wo man nicht mehr so wahnsinnig viel übertakten kann, ohne wirklich, dass es extrem wird, was den Aufwand angeht. Das ist einfach eher eine Plattform, wo Undervolting interessant ist. Und das hoffen wir, dass es auch mit den kleinen Boards ohne Unterschied geht. Und von der Ausstattung her, den ersten Leaks zufolge, werden die auch ja, in einem Bereich liegen, wo man sagen muss, so AMD B550 oder was ich bislang sehr beliebt habe, das wird locker geschlagen. Und ja, gucken wir mal, was dann so ist.